In Deutschland hat sich die Zahl der bestätigten Fälle einer Coronavirus-Infektion auf 4 erhöht. Bei 3 neu infizierten Personen handelt es sich laut des bayerischen Gesundheitsministeriums um Kollegen eines ebenfalls erkrankten 33-Jährigen. Er hatte sich in Bayern bei einer Schulung über eine chinesische Kollegin infiziert. Bei ihr war die Krankheit noch nicht ausgebrochen. Wenn man den aktuellen Fall anschaut, dann ist es so, dass es dem Patienten gut geht. Er ist aber weiterhin isoliert am Münchenklinikum Schwabing und wird dort medizinisch überwacht. Die Kontaktpersonenermittlung läuft auf Hochtouren, vor allem im familiären Umfeld und im Umfeld der Firma. In Frankreich wurden 2 chinesische Studenten für 2 Wochen isoliert, die gerade frisch von ihrem Heimaturlaub in China zurückgekehrt sind. Auf Bitten Frankreichs wurde das EU-Katastrophenschutzverfahren aktiviert. 2 Flugzeuge werden EU-Bürger aus dem Gebiet von Wuhan nach Europa zurückbringen. Wir stellen ein medizinisches Team zusammen, das das Flugzeug begleitet. Ziel ist es, schon vor Ort festzustellen, ob da Infizierte oder Erkrankte sind, die Betreuung oder einen speziellen Transport brauchen. Denn wir müssen Kranke und Menschen ohne Symptome trennen. In aller Eile werden in Wuhan neue Forschungs- und Testlabors zur Entwicklung eines Impfstoffs und der Entwicklung von Behandlungsmethoden gebaut. Viele Städte in den betroffenen Gebieten werden vermutlich so lange unter Quarantäne bleiben, bis die Epidemie ihren Höhepunkt erreicht hat, der in den kommenden Wochen erwartet wird.